Hallo liebe Wiesengaudi-TV-Gemeinde, es geht bald wieder los auf zur Wiesen. Aber wie ihr seht, ich bin heute gar nicht im Dirndl, das muss geändert werden. Ich sitze vorm Dirndl-Liebeladen und lasse mir von der Chefin höchstpersönlich, von der lieben Sarah, heute mal die Trends zeigen. Was für Dirndl hat man eigentlich dieses Jahr an? Worauf sollte Frau auf keinen Fall verzichten? Und wie schaue ich einfach nur heiß aus auf der Wiesen? Das alles schauen wir uns jetzt da drin einmal an. Ja, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Feuer! Ja! Hallo! Hallo, Sarah. Steffi! Schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen. Das ist die liebe Sarah. Der gehört der schöne Laden hier. Nenn mal dein Label. Herzlich willkommen bei dir, Liebe. Genau. Und du hast mir versprochen, geht ja nun nicht. Die Wiesen steht vor der Tür. Ich würde sagen, wir schauen mal nach einem passenden Dirndl für dich, was einfach auch zu deinem Typ perfekt passt. Das ist super, da freue ich mich schon. Ich hatte noch nie eine Personal Shop Assistance und dann auch noch von der Chefin persönlich, finde ich natürlich total schick. Genau, also ich zeige dir, wie man das Dirndl dieses Jahr richtig stylt, was so die Trends sind, welche Accessoires dazu gehören. Das schauen wir uns direkt an. Super, ich freue mich. Legen wir los. Vom Typ her, du hast tolle blaue Augen, blonde Haare. Lass uns doch gerne mal ein hellblaues Dirndl anschauen. Ich liebe blau. Ja, dann ist es perfekt. Dieses Jahr ist ja auch der Trend Stehkragen. Das heißt eben Schneewittchenkragen, so ein bisschen höher geschlossen, hier oben in dem Bereich. Und da zeige ich dir mal ein Dirndl. Ich gleich mal einhaken. Ist es dann nicht für viele Mädels, dass sie dann Angst haben, dass sie gar nicht genug Dekolleté zeigen können? Oder ist das momentan alles vielleicht auch ein bisschen braver? Es geht in die bravere Richtung. Aber natürlich kommt es auf den Schnitt an. Da kann man natürlich toll was variieren. Auch gerade mit einer Bluse kann man da toll, ja, auch das Dekolleté eher zeigen oder ein bisschen weniger. Man muss auch nicht immer alles zeigen. Also das finde ich auch richtig, richtig schön. Also mit Hellblau kriegt man mich tatsächlich. Das ist so eine meiner Lieblingsfarben. Und auch gerade mit in der Kombi mit diesem Champagnerton finde ich das ganz, ganz schön. Also ich glaube, ich würd tatsächlich mal reinschlupfen, wenn ich darf. Ja, sehr gerne. Was natürlich auch zu Dirndl-Liebe mit dazu gehört, ist eine Spitze. Gerade auch für das Käferzelt oder auch das Marstall. Da darf man auch ein bisschen extravaganter unterwegs sein. Wenn es auch ein bisschen mehr sein darf. Richtig, ja. Richtig. Es muss ja nicht immer von der Farbe viel sein, sondern man kann ja toll variieren. Eine typgerechte Beratung ist wichtig. Ein pauschales Rot, davon rate ich ab. Oder auch nicht jedem steht jetzt ein Grün. Die individuelle Beratung. Schauen Sie beim Dirndlkauf auf die individuelle Beratung, auf eine typgerechte Beratung. Das ist das A und O. Lassen Sie sich nicht irgendwas anziehen, nur weil es ein Trend ist. So. Ja, genau so muss das aussehen. Also wirklich perfekt. Was will man mehr? Dirndl liegt perfekt an, Bluse passt, Schürze gleich richtig gebunden. Perfekt, so kann die Wiesen kommen. Lass uns doch gerne mal nach der perfekten Halskette für dich schauen, was das auch dazu passt. Was jetzt ganz beliebt ist und auch bei mir dieses Jahr absoluter Trend ist, sind diese springenden Hirsche oder auch das Bambi. Kommt sehr gut an und ist auch von der Größe her gut zu allem kombinierbar. Ja, und wenn der Hirsch erstmal gute Laune hat, dann ist man doch kaum zu stoppen. Das ist so der Wiesenlook, wo ich sagen würde, perfekt gestylt. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau den Fokus auf die richtigen Stellen gesetzt. Ein kleines Bambi dazu, ein klassisches Dirndl, Blumenkranz ins Haar und los kann's gehen. Also ich fühle mich auf jeden Fall schon mal wohl. Du hast mich super, super gut angezogen. Für alle, die es vielleicht noch nicht wissen, der Laden ist in der Brienner Straße, nicht weit vom Königsplatz, also verkehrstechnisch super gelegen. Für alle die hoffentlich bald mal vorbeischauen hier. Die Dirndl müssen weg, raus. Was sagst du dazu? Ja, ich freue mich auf alle, die vorbeikommen und ich bin mir sicher, dass wir auch dein perfektes Dirndl finden. Perfekt, dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao.